Yo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play City of Press. Ja, ein kleines, unbekannteres Spiel, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Mir hat das Setting sehr gut gefallen, denn das Spiel spielt in Serbien, soweit ich weiß. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal hier los. Neues Spiel, let's go. Ich suche den Ausgang. Okay, hier wären wir nun. So, was haben wir denn hier? Ist eine Falle. Okay, die müssen wir ganz kurz zum Auslösen bringen. So, und jetzt müssen wir hier rüber. So. Denn ich habe das Tutorial schon mal gespielt von dem Spiel, damit wir zumindest etwas wissen, was die Steuerung angeht und so. Wir sind auf jeden Fall so etwas wie so eine Art Schatzjäger, nenne ich uns jetzt einfach mal. So. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt bei dem Spiel hier, ist dieses Zeug, was wir haben als Ausrüstung. Mir gefällt sehr gut das mit der Peitsche, nenne ich es jetzt einfach mal. So, wir plündern hier mal ganz kurz, denn ich bin ja auch ein Plünderer im echten Leben. So. Und für diese Münzen, die wir hier gerade plündern, können wir uns dann so etwas wie Hilfe kaufen oder wieder etwas mehr Gesundheit, falls wir da etwas verlieren. So. Komm. Sehr gut. Den haben wir. Ich finde halt sehr cool den Grafiklook auch von dem Spiel und auch so das Setting, wo es ist. Mir gefällt dieses, ja, serbische Zeug, wie das alles so aussieht. Hallo, Kollege. Ich habe eine Tonvase für dich. Komm her. So. Na los. Schön auspeitschen, den feinen Herr hier. So. Hier können wir zum Beispiel uns etwas kaufen. Talisman der Verwirrung. Blüte des Frosts. Handschuh des Schleuderers. Ja, da weiß ich leider nicht, was das alles sein soll. Und hier haben wir nochmal so etwas. Flamme des Sehens. Handschuh des Schleuderers. Ja, wir kaufen uns gleich einfach mal was, denn wir haben ja 300 solche Münzen. Hallo, na? Wie geht's Ihnen? So. Zack. Jetzt nochmal wegpeitschen und nochmal ins Gesicht schlagen. Huhu, ich hab was für dich. Zack. Hey, was ist das für ein Hut? Der gefällt mir aber. Ich will so einen Hut auch haben. Hier, fang. Womit ich auf jeden Fall noch nicht so gut klarkomme, ist auf jeden Fall die Steuerung des Spiels. Denn was das angeht, ja, da muss ich mir noch alles so ein bisschen einprägen. Und wie halt alles so geht. So, und wir kaufen uns jetzt einfach mal hier Kettenpanzer aus Porzellan. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Unten links zeigt es uns jetzt so eine Rüstung an. Ich glaube, diese Rüstung sorgt dafür, dass wir mehr aushalten. Und hier ist etwas kostenlos. Das nehmen wir direkt mit. So. Warum ist das kostenlos jetzt wieder? Seltsam. So. Flamme des Sehens. Handschuh des Schleuderers nehmen wir mal noch. Was gibt's hier? Wünschen. Ja, das machen wir mal. So, und jetzt gibt es hier etwas teureres Zeug. Armband des Phönix. Ja, da gibt es auf jeden Fall schon eine etwas größere Auswahl. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was man sich da alles so holen kann. Also ich denke mal, bestimmt keine neue Waffe. Weil unser Schwert hier, denke ich mal, wird so die Hauptwaffe sein. So, die Dinger hier wegmachen, zack.
Denn da könnte noch überall etwas Geld drin sein. Oder besser gesagt, etwas Gold. Und das ist natürlich sehr gut für uns. Und dafür können wir uns halt das ganze Zeug hier kaufen. Ja, die Kollegen hier wollen sich auch alles kaufen, glaube ich. Nein, eigentlich sind das nur Wächter. So. Eine richtige Story hat das Spiel auf jeden Fall, soweit ich weiß, nicht. Das ist halt mehr so alles in Levels aufgeteilt. Aber an sich finde ich das Spiel echt super. Ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen etwas schade, dass das Spiel keine richtige Story hat, sondern nur solche Levels, die auch, glaube ich, größtenteils ohne Cutscenes und sowas auskommen, aber ja. Ich finde, brauche es gar nicht. Ich finde, das Spiel ist echt cool. Mir gefällt vor allem diese ganze Grafiklook, der sieht einfach so super aus. Mir gefällt so ein Grafiklook. So. Aua. So. Zum Glück hat er uns nicht getroffen. So, was ist denn da? Zack. Interessant, wir können so eine Tonvase auch herholen. Mit der Peitsche. So. Okay, das wusste ich auf jeden Fall noch nicht. Gut. Dann wissen wir es jetzt. Ja, und das ist wieder so ein Teil, was explodiert. Hier können wir uns ganz kurz etwas kaufen. Fallen deaktivieren oder wünschen. Ja, wir wünschen uns mal ganz kurz etwas. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das ganze Zeug auch so ein wenig. Wir haben ja diese, ja, Zauberlampe, nenne ich es jetzt einfach mal, unter unserem Geldsymbol. Und damit können wir uns halt immer etwas wünschen. Okay. Gut, dann weiß ich jetzt damit auch Bescheid. So, hallo. Los, geht mal auf die Falle hier. Mist. Das war anders geplant. Geht da rein. Jawohl. Komm schon, du auch noch. Hey. 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 Kollege. Alles ist gut, mein Lieber. Alles ist gut. Vertrau mir doch bitte einfach einmal. So, die sollen mal bitte hierher kommen. So. Hoi, hoi, hoi. Das hat eine Kettenreaktion jetzt hier ergeben. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. So, ey, weg mit dir, mein Lieber. Wer bist du denn? Du drehst mir richtig am Rad, oder? Ja, jetzt konntest du nur noch dein machen. Begleiter herbeirufen. Ja, da holen wir uns mal einen. Komm her, komm zu Papa. Hallo. Hallo, mein kleiner Luzi. Luzi, komm mit. Folge deinem Vater. So. Woo. Was haben wir denn hier? Die Wand hat so ein paar Risse. Ich glaube, hier können wir später durch. Ist jetzt einfach mal so meine Vermutung, was das angeht. So. Komm schon. So, gut. Hier haben wir so einen Gesundheitstypen. Aber wir haben uns zum Glück noch gar nicht verletzt. So, jetzt müssen wir hier ganz schnell rüber. Hep. So. Na los, weg mit dir. Jawohl. So, mein kleiner Luzi. Ja, der kämpft auf jeden Fall gut. Na los, kümmere dich du mal um die Gegner. Ich plünder mal hier. Alles so, alles eintüten. Einfach alles eintüten in unseren guten Geldbeutel. So. Oh ja, die Kisten geben auf jeden Fall gut Gold. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist eine neue Peitsche, ja. So, das wäre unsere alte.
Das ist die neue. Was ist das? Herrschaft des Eises. Welche Beschwörungen durchdringt diese Peitsche mit der Macht der Gletscherflüche? Nee, der Gletscherflüche. Du wurdest einmal mit Herrschaft des Eises ausgerüstet. Okay. Es gibt also auch andere Peitschen. Ja, dann könnte es auf jeden Fall nicht lange dauern, bis wir auch mal ein anderes Schwert haben. So. Halt, hier oben. So, gib mal her. Oh, hallo. Guten Tag. Danke, mein kleiner Luzi. Nicht wahr? Wir bleiben zusammen für immer. Du kommst überall mit mir hin. Außer in den Tod. Da kommst du nicht mit mir hin, denn du bist ja schon so etwas wie ein Geist. So, und jetzt hier rüber. So, hier ist wohl der Ausgang. Level 2 wird geladen. Die verbotenen Märkte. Okay, das wäre jetzt schon direkt hier Level 2. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden erstmal die erste Folge hier. Wem das Video gefallen hat, der kann auf jeden Fall sehr gerne wie immer eine Bewertung da lassen. Schreibt mir euren Ersteindruck von dem Spiel gerne in die Kommentare. Und ja, das war's. Haut rein und tschüss.